Ja, hallo und willkommen zu einem neuen Video, einer Lesestunde mit, ja, ich habe eigentlich gedacht, das Ding heißt Amiga Magazin, diese Amiga-Zeitschrift für Markt und Technik. So habe ich das jedenfalls irgendwie immer genannt, aber eigentlich heißt es nicht so. Hier heißt es nur Amiga. Mal gucken, wie es drinnen dann heißt. Irgendwie heißt das in meiner Erinnerung Amiga Magazin. Naja, schauen wir mal. Erstmal haben wir die Ausgabe, das ist die 4,89 und sie hat 7 Mark gekostet. Und die Themen sind Marktübersicht und aktuelle Tests. Amiga gewinnt immer. Ja, das ist natürlich dann ziemlich langweilig. Dann braucht man das ja gar nicht mehr lesen. Hier haben wir ein Amiga 2000 mit Falcon ist das, glaube ich, was hier läuft. Dann wird das Amiga-Programm des Jahres mit überwältigender Mehrheit gewählt, beziehungsweise es ist gewählt worden. Dann gibt es einen Assembler, C++, ein Grafikwunder, Amiga-Wissen und Systemprogrammierung gleichgemacht. Naja. Dann gucken wir mal, hier ist bestimmt wieder, nee, gar keine Zigarettenwerbung heute. Das hat sich hier abgelöst. Naja, macht ja nichts. Pac-Man ist auch wieder dabei. Ja, hier haben wir Werbung für DigiView, so ein Digitizer oder Digitizer für nur 410 D-Mark. Ja, geht eigentlich, aber man braucht ja den ganzen anderen Kram dazu, Kamera und so weiter. Da wäre es bei mir dran gescheitert. Spielen ist die schönste Sache der Welt. Albert Absmeier meint das. Und er sagt, dass die Amiga-Spiele besser sind als die für den C64, weil sie besser aussehen und sich besser anhören. Dann haben wir hier Amiga-Fan, mehr als 600 Spiele gibt es. Ja, gut, schauen wir mal, was hier so ist. Inhaltsverzeichnis ignorieren wir. Und dann haben wir hier irgendwas direkt aus Manhattan. Vom 3. bis 5. März fand in New York die erste Ami-Expo dieses Jahres statt. Das Amiga-Magazin berichtet brandheiß von den Neuigkeiten auf dieser einzigartigen Amiga-Ausstellung. Da gibt es von Sculpt bzw. Animate 4D berechnete Grafiken. Das hier zum Beispiel oder das hier. Ja, sieht ganz nett aus. Haben wir noch ein bisschen kantig hier so. Das Shading ist nicht so richtig toll. Aber hier, was ist das hier berechnet? Ja, das sieht dann schon ein bisschen besser aus. Es ist so diese Art oder dieser Stil, das zu berechnen, was eine Zeit lang so für Computergrafik synonym stand, finde ich. Das ist nicht Raytracing, das ist irgendwie so ein Pseudo-Realismus irgendwie. Man hielt das damals für total realistisch, aber eigentlich ist es das nicht. Naja, was haben wir denn hier noch Schönes? Page Render, eine runde Sache in Form und Farbe. Keine Ahnung, was das sein soll. Aqua Ventura, das heißt Spiel in der neuen Dimension. Dann haben wir hier Kickstart 1.4 ist in Vorbereitung. Nee, ist es nicht. Gab es nie. Es gibt 1.3 und es gibt 2.0. 1.4 gab es nie. Oder, boah, keine Ahnung, vielleicht gab es irgendwie als Beta oder irgendwas, aber offiziell gab es das nicht. Was haben wir hier noch? 6830 Turbo-Karte wird hier vorgestellt. 4 MB RAM hat die. Und kostet mit Co-Prozessor und den 4 MB RAM 3.700 Dollar. Das ist nicht gerade wenig. Aber naja, wenn man sowas berechnen will, braucht man das vielleicht. So, was haben wir da? Den Marlboro-Mann natürlich mal wieder. Klar, der muss immer dabei sein. Dann haben wir hier Milli Vanilli Software für die Herren mit Brille. Ja, das sind die, die nicht selber gesungen haben. Ist das hier schon klar gewesen, dass sie nicht selber gesungen haben? Nee. Hier haben sie noch selber gesungen. Hier haben sie auch nicht, aber ja, zumindest treten sie noch so auf. Dann haben wir Turbo Board, irgendwas, Amiga 2000 mit DRAM. Was für DRAM, was? Ja, eine RAM-Erweiterung halt einfach. Keine Ahnung. Dann gibt es Shoot 'em Up Construction Kit hier. Hier gibt es ein Rollenspiel. Spannende Kämpfe gegen Monster jeglicher Couleur. Ja, man sieht, wie ich elegant um den Namen drum rumschiffe, weil ich keine Ahnung habe, wie man das ausspricht. Irgendwas mit Domain. Eine digitalisierte Katze und Professional Draw zum Zeichnen, sowas wie Corel Draw. Bei Commodore auf der Cebit. Schon wieder Cebit. Irgendwie habe ich das Gefühl, in jeder dieser Ausgaben ist Cebit drin. Das ist hier April. Ja, gut. Da war die Cebit dann schon vorbei. Die war ja immer so relativ früh. Ja, was haben wir hier? Hier wird der ECS-Chipsatz vorgestellt. Stellt neue Videomodi zur Verfügung. Ohne Interlace. Am Multisync-Monitor. Ja, das ist dieser Productivity-Mode, den der hatte. 16 aus 64 Farben. So eine Art EGA-Modus, wenn man so will. Wo halt eine höhere Auflösung war, aber dafür eben nicht Interlaced. Ich weiß nicht, ich hab das Ding nie benutzt, ehrlich gesagt. Ich hatte damals auch keinen Monitor, an dem man das hätte anzeigen können. Ich weiß gar nicht, was man da heute für braucht, um das anzuzeigen. Funktioniert das auf einem normalen Fernseher? Muss man vielleicht mal ausprobieren. Habe ich nie ausprobiert. Okay, dann gibt es hier einen Wettbewerb. Das sieht sehr unübersichtlich aus, keine Ahnung. Das ist aber auch nicht von Markt und Technik, glaube ich, sondern das ist von diesem Softmail-Anbieter hier. Mail,
Ja, die haben wahrscheinlich Disketten verschickt. Hat mit heutiger E-Mail vermutlich nichts zu tun. Und hier gibt es mal wieder einen Drucker. PC-Peripherie des Jahres 1988 ist dieser Drucker von NEC. Toll. Und dann geht's los mit Spielen. Sind wir schon jetzt im Spieleland hier? Das ist ja toll. Hier haben wir Elite. Tausende von Sternen, bla bla bla. Geschrieben hat das Georg Kasserer. Also keiner der üblichen Verdächtigen wie Heinrich Lennart oder Boris Schneider, sondern irgendein Mensch namens Georg Kasserer. Und der fand das wohl ganz gut. So, und hier gibt es einen Achtung-Kasten. Bei einigen Amigas kommt es beim Spielen von Elite oder bei der Eingabe des Passworts zu Abstürzen des Computers. Sollte sich bei Ihnen die Kopierschutzabfrage aufhängen oder der Bildschirm mitten im Spiel plötzlich nur noch Grafiksalat zeigen, so besitzen Sie eine Hardware, die sich nicht mit Elite verträgt. Das Spiel wurde in England entwickelt und umgesetzt. Bisher ist kein einziger Fehler dieser Art von dort bekannt geworden. Und wenn man das Problem hat, soll man es an Ariola Soft schicken, dann kriegt man eine lauffähige Version. Aha. Was ist denn da schief gegangen? Ja, Elite, keine Ahnung. Auf dem C64 habe ich es ein bisschen gespielt, aber was heißt gespielt? Ich bin rumgeflogen und ja, das war es im Wesentlichen. Also richtig gespielt habe ich es auch nicht. Ein Abend mit Freunden. Der Amiga ist ein hervorragender Computer zum Spielen in geselliger Runde. Ein besonderes Beispiel: Dungeon Master. Ja, das ist auch sowas. Das habe ich mit einem Kumpel gemacht. Diese Rollenspiele zusammen tatsächlich gespielt. Einer ist durchgelaufen und einer hat immer die Karte dazu gezeichnet. Das war eigentlich immer ganz nett. Und dann ist es schon wieder vorbei mit Dungeon Master und wir haben Software, die Karriere macht. Das ist Werbung für Data Becker. Soll wohl wie ein redaktioneller Beitrag aussehen. Ja. Und dann ist wieder hier Dungeon Master. Dungeon Master hat nicht so eine hohe Motivation wie Elite, aber gut. Woher kommt der Begriff Dungeon Master? Ja, aus diesen Pen-and-Paper-Rollenspielen. Ja, hast du hier noch was zwischen? Ja, haben wir ja nichts unterschlagen hier. Da haben wir Falcon F16. Sieht man auch mal kurz in dem Video, wo ich den Amiga 1000 bespreche, beziehungsweise ich glaube in dem Ergänzungsvideo, was ich dazu gemacht habe, da habe ich ein bisschen Falcon gespielt. Ja, ist bestimmt ein super Programm. Ich habe da schon gesagt, dass ich Flugsimulatoren durchaus gespielt habe, aber eigentlich ging es mir gar nicht um den Fliegeraspekt, sondern es ging mir um den Grafikaspekt. Ich wollte 3D-Grafik haben und das war halt so ziemlich das Einzige, was verlässlich 3D-Grafik präsentierte. Und deswegen habe ich die gespielt, nicht wegen des Fliegens. Dann haben wir hier OutRun. Das hat nicht so gut abgeschnitten. Ich habe jetzt zur Amiga-Version gar keine Meinung, ehrlich gesagt. Die C64-Version wird ja immer als ziemlich schlecht angesehen. Ich fand die gar nicht so schlecht, ehrlich gesagt. Ich habe da durchaus Spaß mit gehabt. Und hier so ein Rallye-Programm. Lombard Rallye. Ja, kenne ich vom Namen, habe ich aber nie gespielt. Keine Ahnung. Ich stehe nicht so auf diese Rallye-Programme. Ich war früher ein großer Autorennen-Fan von so Spielen. Mittlerweile ist das ein bisschen eingeschlafen, muss ich sagen. Weil mir da mittlerweile echt zu viel Gedönse drumherum ist und zu viel Blinky-Blonky und zu viel Pling-Plong und ich will einfach nur auf einer Straße fahren, die aussieht wie in der echten Welt und da, wo Gegenverkehr ist. Sowas wie Test Drive fand ich gut oder das erste Need for Speed fand ich gut. Ich glaube, das zweite ging auch noch, aber alles, was dann so danach kam mit irgendwelchen Rundkursen und Karrieremodus und Autotuning, das ist alles Kokolores, das will ich überhaupt nicht. Ich will einfach nur über eine schöne Landstraße fahren. Und das bieten die meisten Programme aber leider nicht mehr und deswegen bin ich da irgendwie im Wesentlichen raus. Hier haben wir eine Textverarbeitung. Da sitzen fast die gleichen Typen davor wie vorhin bei Dungeon Master und freuen sich hier ein Loch im Bauch. Was macht er denn da? Guck mal, ich mach einen Text. Das macht aber auch nichts, weil er guckt ja sowieso nicht auf den Monitor. Der Monitor steht ja da. Und aus ist er auch. Naja, und eine Diskette ist auch nicht drin. Aber ansonsten hat er die Sache voll im Griff, würde ich sagen. Nicht übel. Und die freuen sich alle noch im Bauch. Ja, er guckt hier auf, keine Ahnung was, also nicht auf den Monitor. Die gucken irgendwo hin. Ist sehr merkwürdig. Soll einen dazu bringen, Dokumente umzukaufen, so eine Textverarbeitung für den Amiga. Ich glaube, die war ganz gut. Aber da ich ja die meiste Zeit meiner Computerkarriere nicht so richtig Drucker hatte, also schon dann irgendwie, aber ja, war nicht so mein Ding, habe ich auch keine Texte verarbeitet. Dann haben wir hier in die Arena Speedball. Ja, Speedball. Auch immer sehr beliebt. Nicht mein Ding. Also weder Speedball noch Speedball 2. Ich erkenne an, dass das ganz toll ist, aber nicht mein Ding. Palast der Programmierer. Was haben wir hier? Da sitzen die Leute von Ubisoft. Ja, da haben sie hier Ubisoft besucht und da stehen ein paar rum und die machen Dinge. Was machen die? Iron Lord. Für den ST war Iron Lord nicht eigentlich in Basic? Ja, hier. Auf dem Atari programmieren wir zuerst in GFA Basic und kompilieren entsprechend. Der von GFA Basic erzeugte Maschinencode wird dann untersucht, optimiert und bei Bedarf verfeinert. Das fertige Programm braucht zuletzt nur noch, weil andere Computertypen angepasst werden.
Das ist aber eine komische Logik. Was will man denn da anpassen? Also ich meine, wenn ich das kompiliert habe, naja, aber ja, es ist ein GFA-Basic-Programm eigentlich, dieses Iron Lord. Das hatte ich auch noch so in Erinnerung. Dann haben wir hier Marktübersicht Spiele. Das sind nicht 600 Spiele, aber es sind ein paar. Amiga Public Domain Software. Und hier kommen noch ein paar Spiele. Na, vielleicht, weiß nicht, auf wie viel wir da kommen. Ja, ist mir jetzt zu anstrengend, das zu zählen. Ein paar werden es wohl sein. Autobooten von Festplatte und der Kickstart 1.2. Noch mehr Spiele. Naja, doch, da haben sie schon ein paar zusammengetragen. Muss man sagen. Ist aber natürlich irgendwie, ja, ganz schön sinnlos, diese Liste. Denn was soll das? Also, da steht keine Bewertung. Ja, da steht ein Preis. Das ist aber auch das Einzige. Ich sag doch jetzt nicht, oh, Blueberry, das ist super. Ja, quasi 60 Mark kostet. Pff, hä? Keine Ahnung, was mir diese Liste bringen soll. Ich meine, wenn ich weiß, dass es das Spiel, keine Ahnung, hier Realm of the Warlock gibt, dann weiß ich ja, dass es das gibt. Dann muss ich nicht in der Liste gucken. Hä? Ja, ist halt eine Liste. Keine Ahnung. Ich sehe da keinen großen Nutzen drin. Aber vielleicht erkenne ich da auch einfach das nicht. So, dann haben wir hier Trainingslager. Das ist irgendwas in Amiga Basic geschrieben und das heißt 18-Bit und man muss hier irgend sowas drehen. So ein Denkspiel. Florian Dietz und Christian Steinbach haben es gemacht. Mit hervorragender 80er-Jahre-Frisur hier noch. Besuchen die 12. Klasse des Uhland-Gymnasiums in Tübingen. Gut. Gut für sie. So, dann haben wir hier, ja, Sachen. Hier, Prolog. Künstliche Intelligenz für ihren Amiga. Schnell. 1800 Lips. Keine Ahnung, wie man im Prolog die Performance misst, in Lips offensichtlich. Debug and Trace und der Edinburgh-Standard wird verwendet, was auch immer das im Kontext von Prolog heißt. Kostet 250 Mark. Ja, zu Prolog habe ich auch schon ein paar Mal was gesagt. Das war nicht so mein Ding, ich bin damit nie warm geworden. Ist so eine Logiksprache, wer es nicht weiß. Man formuliert Aussagen und dann kann man andere Aussagen gegen diese Aussagen prüfen. Das ist keine Programmiersprache im üblichen Sinne mit Schleifen und Bedingungen und sowas. Ist ein interessanter Ansatz. Hat man damals so als künstliche Intelligenz verkauft, aber ja, das hat es letztendlich nicht gerissen. Aber es ist interessant, das ist aus akademischer Sicht, würde ich sagen, interessant. Aber für meins war es nicht. Bei mir hat er immer nur Nein gesagt, egal was ich gemacht habe. Er sagt halt immer nur Ja oder Nein. Das ist im Prinzip das, was bei Prolog rauskommt. Also, naja, das stimmt nicht ganz, aber wenn man ihm eine logische Frage stellt, dann ist es Ja oder Nein. Und bei mir war es immer Nein, auch wenn es hätte Ja sein sollen. So, was haben wir denn hier? Hier gibt es Prozessoren zu kaufen. 400 Mark für einen einzelnen 68020 mit 12 Megahertz, würde ich jetzt mal denken. Und 300 Mark für den entsprechenden Coprozessor, beziehungsweise 650 Mark für den besseren Coprozessor. Naja, gesalzene Preise. Computer ist sein Hobby. Arno Gölzer ist der Programmierer von Volltreffer, einer fantastischen Billard-Simulation. Volltreffer wurde Programm des Monats. Die Leser haben diese Simulation zum Programm des Jahres gewählt. Wer ist Arno Gölzer? Ja, der da halt. 1959 geboren. Maschinenbau- und Elektronikausbildung, Studium in Maschinenbautechnik. Der sagt hier Dinge über sich selbst. Naja, was auch immer er da sagt. Programmierpraxis Amiga Basic. Und hier so diese nicht ganz so kleinen Kleinanzeigen. Und ich kriege die Seite hier nicht umgeblättert. Bisher ist diese Zeitschrift nicht so aufregend. Das ist bei diesen Markt- und Technik-Sachen irgendwie immer so, oder? Die sind irgendwie nicht so, weiß nicht. Zum Mainstream wahrscheinlich. Grafikkarten für den Amiga 2000. Kein Bildschirmflickern, nee, kein Bildschirmflimmern mit dem Flickerfixer und hochauflösende Grafik. Ein Bildwiederholspeicher, was dasselbe sein dürfte, nur mit einem anderen Namen. Kann man so in den 2000er stecken und dann hat man irgendwie ein besseres Bild. Ist das alles, was das Ding macht? Oder hat es auch noch zusätzliche Grafikmodi? Tatalat, Interlace-Modus, gleichzeitig bla bla bla. Nö, das ist alles, was die machen. Das ist beides dasselbe, im Wesentlichen Flickerfixer. Dann gibt es hier preiswerte Festplatten. Mal gucken, 20 Megabyte und 20 Megabyte. Wie preiswert sind die denn? 1000 Mark und 900 Mark. Ja, okay. Hatte zu der Zeit keinen 2000er. Irgendwann hatte ich dann ein Geschenk gekriegt, aber da hatte ich keinen. Es wäre auch keine Alternative gewesen, aber die sind gar nicht für einen 2000er, oder? Nee, die sind für einen Amiga 500. Hatte ich auch keine Festplatte. Weil ich glaube einfach, die 1000 Öcken hier, die hätte ich nicht übergehabt. SCSI Contra ST506. Ja, das sind die unterschiedlichen Arten. Controller-Standards quasi, die Schnittstellen-Standards, um Festplatten anzuschließen. Und dann haben wir, wo nur noch Leistung zählt, wird die Luft dünn. Amiga 500 von Commodore.
Das ist so ein Ding, da habe ich irgendwas mal mitgemacht mit dieser Werbung. Ich habe die irgendwie mal modifiziert. Ich kann mich aber nicht mehr erinnern, wie. Aber irgendwas habe ich gemacht. Irgendwas anderes reingeklebt oder den Text geändert. Ich weiß es nicht mehr. Ich weiß auch echt nicht mehr warum. Aber ja, wie so ein Erpresserbrief halt quasi irgendwie zusammengeschnitten aus anderen Sachen. Irgendwie habe ich diese Werbung mal verarscht. Wo nur noch Leistung zählt, wird die Luft in. Das sieht aus wie Datamat hier. Ja, das ist auch Datamat. Das war dabei, ne? Glaube ich. Man bekam irgendwann Datamat dabei. Steht das hier? Ta-ta-ta, plapp-plapp-plapp. Steht hier nicht, aber war so. Ich weiß, eine Arbeitskollegin von meiner Mutter, die wollte Schallplatten verwalten. Die hatte Tausende, ja, bestimmt. Also auf jeden Fall Hunderte von Schallplatten. Und wollte die irgendwie mit dem Rechner verwalten. Und die hat sich dann Amiga gekauft. Und da war Datamat dabei. Und dann habe ich da so eine Oberfläche gebastelt hier. Und dann hat die damit Schallplatten verwaltet. Hat die tatsächlich gemacht. Ob das dann ihr geholfen hat, weiß ich nicht. Aber hat sie gemacht. Leserforum. Puh, also, nicht so interessant, würde ich sagen. Dann haben wir hier Amiga-Wissen, der große Sonderteil für Einsteiger von Peter Aurich. Aller Anfang ist Basic, nicht so beim Amiga. Doch, würde ich schon sagen. Also natürlich ist es nicht mehr standardmäßig eingebaut, aber ich denke, das ist schon das Erste, was man so damals zumindest noch gesehen hat. Bei der Workbench 2 war es ja dann gar nicht mehr dabei, aber bei dem 1.2 und 1.3 war es ja dabei. Vom Interpreter bis zum Objektcode. Was ist ein Interpreter? Was versteht man unter Objektcode? Fragen, die geklärt sein wollen, wenn man seinen Computer besser kennenlernt. Okay, cool. Quellcode, Compiler, Zielprogramm, Fehlermeldung. Quellcode, Interpreter, Programmausführung. Ja. Quellcode, Assembler, Maschinencode, Fehlermeldung. Ist im Prinzip dasselbe, nur die Sprache ist eine andere. Maschinencode, Disassembler, Assembler-Quellcode. Ruhe Quellcode, Präprozessor, Quellcode, Compiler, Assemblerprogramm, Assembler, bla bla bla. Ja, genau. Okay, also da erzählen sie so grob, wie so ein Kompiliervorgang abläuft. Naja, das kann ja auch mal nicht schaden. Dann haben wir hier Dinge. Amiga-Laufwerke von Golem Hardware. 3,5 Zoll Laufwerk. 300 Mark. Das ist ganz schön teuer. Ja, ich hatte ein Zusatzlaufwerk und dann noch eins. Also ich hatte, glaube ich, zwei Zusatzlaufwerke. Eins war so ein 1010, meine ich, was eigentlich für den Amiga 1000 war. Und eins war sowas hier in der Art. Das 1010er, das habe ich, glaube ich, dazu bekommen. Mein Amiga 500 war gebraucht. Da war nicht viel mit passiert. Also war der quasi neu, aber er war halt eigentlich gebraucht. Und dann habe ich mir irgendwann ein Laufwerk gekauft. Aber das ist für 300 Mark gekauft haben. So, das kann ich mir fast nicht vorstellen. Wo soll ich das Geld her gehabt haben? Na, vielleicht gab es die auch irgendwo billiger. Eine RAM-Erweiterung brauchte man ja auch noch und so. Also hier haben wir GFA Basic. Ist auch fast in jeder Zeitschrift Werbung für drin. Ist ja auch eine nette Sache. Fast File Autoboot. Verstehen Sie Computer? Nee, ich verstehe nicht mal diese Liste. Was soll mir das sagen? Programm-Icon. 988, 79. Also ich nehme an, das meint das Programm-Icon in der Ausgabe 988 auf Seite 79 erwähnt wird. Nur da? Merkwürdig. Ich weiß nicht, keine Ahnung. Noch mehr Leserbriefe. Aber das sind doch irgendwie dann keine Leserbriefe. Wieder hinten, sondern irgendwie andere. Ich weiß nicht, was das ist. Amiga Insider, was haben sie denn hier geschrieben? Bilder in Basic. Wie kann ich Bilder, die ich mit Deluxe Paint 2 erstellt habe, in meine Basic-Programme einbauen? Amiga Insider. Okay, da lernt man was über die Taskstruktur. Lernt man was, ja, wie das Betriebssystem so funktioniert. Hier so. Dinge passieren, wenn man eine Taste drückt. Hier gibt es auch Laufwerke. Diskette, Drive, Kickstart, Zusatzlaufwerk. Ja, auch 300 Mark. Okay, na gut, ich weiß auch ehrlich gesagt nicht so ganz, wann ich dieses Laufwerk gekauft habe. Vielleicht sind die dann irgendwann massiv billiger geworden. Aber 300 Mark habe ich dafür nicht bezahlt. Was haben wir denn hier? Combitech. RAM-Erweiterung. Zum Anstecken hier an die Seite mit 512K. Das ist dann immerhin echtes Fast-RAM. 600 Mark. 1000 Mark mit 1 Megabyte. Puh. Nicht schlecht. Was war das hier? Das war irgendwie Insider-Kurs. Immer noch Dinge, die man da tun kann. Und Kleinanzeigen. Was haben wir denn hier? Machen wir mal wieder Hardware. Verkaufe Amiga 1000. Top-Zustand. Ein Jahr alt. 950 Mark. Bla bla bla. Bla bla bla. Einfach ein 500er? Hier, einfacher 500er. Mit Monitor, Erweiterung, hier Speichererweiterung und einer zusätzlichen Floppy. 100 Disketten. Günstig abzugeben. Toll, danke. Danke, Embretag. Das hilft mir nun gar nicht. Ich hätte gerne gewusst, wie viel du dafür haben willst. Günstig ist ja nur, kann nur alles Mögliche sein. Ansonsten hier Amiga 1000.
700 Mark, Amiga 500, Monitor, HF-Modulator, Wireless Detektor, Monitorfuß, zwei Discbox mit Software, Neupreis 2700 Mark, Verhandlungsbasis 1200. Floppy-Kurs. Ja, toll. Erklärt mir, wie eine Floppy funktioniert. Ist bestimmt toll, aber interessiert mich gerade nicht. Hier kann man Assembler machen für Sachen mit Disketten. Und hier habe ich dann den Error-Checker. Mit dem Error-Checker können Sie Disketten auf Fehler und Viren untersuchen. Assemblieren Sie das Programm mit DevPack. Also ich finde diese Assembler-Sachen, gerade dieses 68.000er Assembler, echt immer irgendwie sehr unübersichtlich abzutippen. Das liegt aber, glaube ich, auch daran, dass die Kommentare einfach Kraut und Rüben dahinter kleben. Die könnte man jetzt weglassen beim Abtippen im Zweifelsfall, aber ich weiß nicht, ich finde das immer sehr unübersichtlich. Ich möchte das nicht abtippen, da würde ich lieber Basic abtippen. Musik 2, 3, 4. Ja, was auch immer das sein soll. Also bisher schlafen einem echt ein bisschen die Füße ein hier bei dieser Zeitschrift. Das, was ist das hier? Ein Musikeditor in Assembler zum Abtippen. Na, viel Spaß. Warum hat man das eigentlich gemacht? Wegen des Lerneffekts? Man hätte das ja genauso gut irgendwie als, ja, ich sag mal, wie man das zu 64er Zeiten auch gemacht hat, als Datenwüste abtippbar machen können, sodass dann so ein kleines Loader-Programm vorne hängt, was dann daraus einfach ein ausführbares Programm macht. Stattdessen hat man das hier gemacht, was ja auch irgendwie total unpraktisch ist, weil man dann auch noch diesen Assembler braucht, mit dem das gebaut worden ist. Aber gut, ist ja ein Kurs, also vielleicht deswegen. Computer in die Schulen, es sind die Fachleute des Jahres 2000, die heute die Schulbank drücken. Ha, ja, stimmt. Ab 89 noch die Schulbank gedrückt. 2000 war ich vermutlich fachgeläutet sozusagen. 1000 Mark für diese 1,8 Trapdoor-Erweiterung mit dem Gary-Adapter hier. 1100 sogar. So ein Ding habe ich auch gehabt. Da habe ich im Leben keine 1100 dafür bezahlt. Muss dann später gewesen sein. Tipps und Tricks für Profis. Aber ich habe den Amiga ja nur bis 91 betrieben. Ich habe mir Anfang 91 oder... Ja, nee... Bis 92, ich sage immer 91, das stimmt aber gar nicht. Ich habe das bis 92 habe ich den betrieben. Und Anfang, so Mitte 91 habe ich so eine Chip-RAM-Erweiterung gemacht. Und ich weiß nicht, ob in dem Zuge dann vielleicht auch die Speichererweiterung kam. Dann kommen hier Public-Domain-Seiten, Risiko. Das war gut. Das habe ich mit einem Kumpel gespielt, Risiko. Das haben wir bis zum Umfallen gespielt. Da gab es dann auch hinterher noch so eine erweiterte Form von, wie hieß die denn? Ember Star? Nee, das war ein Rollenspiel. Aber irgend so von Ember Soft irgendwas? Weiß nicht mehr genau. Habe ich tatsächlich vor ein paar Monaten nochmal rausgekramt. Das war nett. Sichere Sache. Ach ja, hier haben wir dann mal tatsächlich diese Data-Wüsten, was ich eben gesagt habe, dass man das doch eigentlich machen könnte. Ja, das würde ich auf jeden Fall, ich meine, das ist auch stupid, aber würde ich lieber abtippen als das Assembler-Zeug. Der Magnetfolie auf der Spur. Amiga Magazin lüftet das Geheimnis der Diskettenbeschichtung. Die Diskettenbeschichtung wird angerührt. Da ist hier irgendwie so ein Typ, der in einem Katzenklo mit dem Zahnstocher rumrührt. Ehrlich, so hat er das gemacht? Ich kann mir fast nicht vorstellen. Aber wenn es da steht, Disketten eine runde Sache. Da wird geschrieben, schon wieder, wie Disketten funktionieren. Diesmal nicht auf Assembler-Programmierungsebene, sondern diesmal auf physikalischer Ebene. Und dann haben wir hier Turbo Silver, bietet die Berechnung und Animation von dreidimensionalen Objekten in erstaunlicher Qualität zu einem günstigen Preis. Ja, so ein Raytracing-Ding hier. Habe ich auch eine Weile gemacht, Raytracing auf dem Amiga, aber mit Reflections oder Reflection, wie hieß denn das Ding? Reflections oder Reflection? Von Markt und Technik so ein Teil. War ganz cool. Hat ein bisschen den Haken gehabt, dass es manchmal beim Rendern abgestürzt ist und man wusste das vorher immer nicht. Und da hat man Stunden investiert und dann hat es bumm gemacht und die Lösung war dann immer irgendwie an den Strukturen so ein bisschen rumzuziehen, was weiß ich, die Beine vom Tisch ein bisschen runterzusetzen oder so und dann lief es auf einmal durch. Es war ein bisschen wackelig. Das war, glaube ich, die erste Version noch. Holiday Maker, eine neue Art der Computerunterhaltung. Holiday Maker, so ein, eins von diesen sieht ganz nett aus Adventures für den Amiga, die aber irgendwie komisch waren. Habe ich gespielt. Keine Erinnerung mehr dran, aber habe ich gespielt. Ich glaube sogar durchgespielt, aber mit Lösung. Ein neues Pferd im Stall. Das ist DevPack, ein Assembler. Der heiße Draht zu BTX. Ja, BTX hatten wir, glaube ich, auch schon mal irgendwo. Das Herz des Amiga, Motorola. Der 68.000 von Motorola ist ein Mikroprozessor, der dem Amiga unglaubliche Fähigkeiten verleiht. Doch der Trend geht zum Einsatz noch leistungsfähiger Prozessoren, wie dem 6820 und 6830. Wie sieht die Zukunft dieser Prozessorfamilie aus? Ja, wie sieht sie denn aus? Also mittelfristig nicht so rosig. Aber was sagen Sie hier? 89 wird der 6840 vorgestellt, aber das schreiben Sie noch nichts zu. Ansonsten beschreiben Sie halt, ja, den Prozessor.
Marktübersicht von Disketten. Vorschau für das nächste Magazin hier. Wie heißt das? Amiga. Ja, es muss einfach Amiga geheißen haben. Komisch. Ich habe es immer als Amiga-Magazin im Kopf. Ja, wie heißt denn die Amiga? Das an die? Naja, keine Ahnung. 6820-Karte gibt es hier in der nächsten Ausgabe. Ja, das war's. Und hier gibt es noch eine Vorschau auf die Happy Computer. Und dann sind wir hier bei CVS, Computer-Video-Systeme. Also Horst, nee, ach da. Hinrichsen, Schneider und Young, OHG. Ich dachte jetzt Horst Schulze und Yvonne. Naja. Und da gibt es Werbung für den Drucker. Ja, das war jetzt leider nicht so aufregend. Tut mir leid, wenn es ein bisschen öde geworden ist. Wenn ihr dieses Video seht, habe ich mich entschieden, es rauszubringen. Ansonsten nicht. Dann sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal.